Wir haben die schnellsten Roller. Wir sind dort im Vorarlberg. Von 0 auf 100 und das so schnell wie möglich. Das war am Wochenende das Motto bei den Race Days am Flughafen in Hohenems. 200 motorisierte Teilnehmer traten im Duell gegeneinander an. Es ging um Beschleunigung, Nervenstärke und Schnelligkeit. Die Reaktionszeit des Fahrers auf die Beschleunigung und auf die Fahrzeit gesamt kommt es an. Dafür braucht es PS, so viele wie möglich. 300. Alle Fahrzeuge sind Marke Eigenbau, mit ganz viel Liebe. Das ist mein Hobby und ein bisschen Selbstbefriedigung. Oder so, ne? Das ist Optik hauptsächlich, aber man kann zum Griller Holz hacken, solche Säge dran. Das ist bloßes Zubehör. Und warum ist es als Rupfwunde? Ja, zum Feuer machen braucht man Holz und Holz kann man vielleicht mit der Hand sägen, also Holz hacken. Und die Säge kann natürlich auch nie schaden. Bei der Rollerfraktion wird kulturelle Zusammenführung betrieben. Das ist ein originaler Labretta-Roller aus dem Baujahr 1962, der hat original 8 PS. Da haben wir einfach das Motorgehäuse abgetrennt und haben hier von der Yamaha RD350 von dem Motorrad den kompletten Motorblock an das alte Getriebe angeflanscht und jetzt haben wir eine Motorleistung von 50 PS